hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ja, vielleicht erkennt ihr das wieder. Das hatte ich ja auf dem Foto meiner letzten Katalogparty auf meinem Blog schon veröffentlicht. Diese wunderbare Box, die mit einem Magneten und einem Button schließt. Und drin ist eine Body Scrub von Rituals. Und ja, das sieht natürlich wunderbar aus. Dieses tolle neue Designerpapier, märchenhaftes Mosaik. Es gefällt mir richtig gut, wenngleich es auch nicht so stabil ist wie dieses hier. Das Papier gibt es ja nicht mehr, aber ja, das eignet sich, hat sich als Kiste einfach immer sehr gut geeignet, weil es wirklich richtig fest ist. Nichtsdestotrotz möchte ich heute mit euch nochmal diese Box nachbasteln. Und zwar habe ich mich da hier für dieses grüne Papier aus dem märchenhaften Mosaik entschieden. Habe zwar keine Body Scrub mehr zum Reinfüllen, aber ich finde, so eine Box kann man ja eigentlich immer gebrauchen. Und wie man so eine Box berechnet, das verlinke ich euch nochmal auf meinem Blog. Das habe ich euch nämlich schon mal gezeigt in einem Video, wo ich eine Teebox gebastelt habe. Ja, und jetzt sage ich euch natürlich einmal die Maße durch. Ich habe jetzt hier schon mal einen kleinen Kreis ausgestanzt, mit dem ich hier diesen Button schon mal selber gemacht habe, weil das so toll ist, dass der mit den Magneten, ich zeige euch das mal, das hier sind die kleinen Scheibenmagneten, wunderbar Boxen verschließen kann. Und dann sieht das nämlich auch noch schön aus. Das lege ich mir jetzt schon mal hier oben hin. Und das Stück Designerpapier, das schneide ich mir jetzt einmal zu auf das Maß 29,4. Mal 19,7. Und dann wird das einmal gefalzt. Und zwar an der kurzen Seite bei 6,1 und bei 13,6. Bei dem Papier müsst ihr ein bisschen vorsichtig falzen, damit euch diese Beschichtung nicht kaputt geht, oder ihr falzt einfach von der Rückseite. Da ist es nämlich glatt. Und auf der langen Seite falzen wir auch bei 6,1. Ich nehme jetzt auch mal die Rückseite, weil ich glaube, da kann ich die Falzlinien dann auch besser erkennen. Dann bei 13,6, bei 19,7 und bei 27,2. So, dann habe ich hier eine kleine Klebelasche von etwa 2 cm und dann kann ich meine Falzlinien auch schon mal nachknicken. Auch hier beim Nachknicken bitte unbedingt darauf achten, dass ihr nicht so feste mit dem Falzbein über die Linien kratzt, weil ihr sonst hier eventuell das Papier kaputt machen könntet. So, diese schmale Lasche hier, das wird hinterher die Umschlagseite meiner Box. Das ist diese hier. Und das ist jetzt der Teil, den wir hochklappen. Das heißt, hier wird dann meine Verpackung drin stehen. Ich habe zwar jetzt keine passende, aber da wird sich schon etwas finden. Und dann können wir auch die Falzlinien einmal nachschneiden. Und zwar, das ist meine erste Lasche. Die klebe ich ja nachher nach hinten. Die zweite Lasche, die schneide ich ganz gerade hoch in den Falzlinien, und zwar so, dass diese gerade Falzlinie, die nach oben führt, nicht mehr sichtbar ist. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hier besonders gut einfängt. Selbst ich sehe hier aus meiner Position schlecht die Falzlinien. Aber so sieht das jetzt aus. Die Falzlinien sind jeweils hier bei diesen Laschen übrig geblieben. Und an diesen Laschen schneide ich jetzt auch die Falzlinien keilförmig raus. Auf beiden Seiten. So. Und bei dieser vorletzten breiten Lasche, auch hier schneiden wir wieder gerade hoch, sodass die Falzlinien hier nicht mehr zu sehen sind.
So, und das mache ich auf der anderen Seite ganz genauso. So sieht das jetzt aus. Und was ich jetzt mache ist, ich lege das jetzt so vor mich, dass der Umschlag, diese kleine Umschlaglasche nach oben zeigt. Und jetzt schaue ich mal, nicht die erste, nicht die zweite, aber die dritte Lasche, die kürze ich mir auf die Hälfte. So, und dann kann ich eigentlich auch anfangen, das Ganze zusammenzukleben. Ich nehme dafür Tombow und fange an mit der Seite, die ich jetzt gekürzt habe. Die schlage ich nach innen. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr hier an der Seite Kante auf Kante arbeitet. So, kurz anziehen, kurz festhalten, dass der Kleber anziehen kann. Auch gerne nochmal hier mit dem Falzbein so ein bisschen von innen über die Klebestelle fahren. Und dann kann ich jetzt meine zweite Lasche auch einmal noch nach innen kleben. Dafür mache ich mir hier auch Tombow drauf. Und klebe diese Seiten jetzt ebenfalls nach innen. Auch hier wieder schauen, dass es hier schön auf Kante ist. Auf beiden Seiten. Sieht doch ordentlich aus. So, und dann klebe ich hier an der Seite meine kleinen schmalen Flügelchen ebenfalls nach innen. Und jetzt sieht das erstmal so aus. So eine lange Lasche brauchen wir hier natürlich nicht. Die schneiden wir uns jetzt einfach aus der Hand. Schneiden wir uns die jetzt kurz. Dafür halte ich das einmal so, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Also das hier, ich zeige es euch nochmal so zusammengeklappt. Das ist jetzt hier die Vorderseite meiner Box. Hier seht ihr diese schmale Vorderseite. Und wenn ich die aufklappe und einmal nach hinten lege und so festhalte, seht ihr, dass dieses Stück zu lang ist. Das heißt, ich schneide jetzt einmal hier hinten von der Ecke bis zu der Stelle, bis zu der Ecke hier von meinem Deckel, einmal diese ganze Lasche hier schräg an. Wenn ihr da vorne nicht ganz ankommt, könnt ihr das natürlich noch mal korrigieren. Ich korrigiere das gleich von der anderen Seite, dann ist es für mich einfacher. Und hier mache ich das ganz genauso. Hier schneide ich auch einfach schräg rüber. Ja, hier bin ich jetzt genau angekommen und hier muss ich jetzt noch mal korrigieren. Das ist mir jetzt aber aus dieser Position hier etwas leichter. So. So sieht das Ganze aus und ihr seht, meine kleine Box ist im Prinzip schon fertig. Was ich jetzt noch mache, ist, ich mache mir jetzt hier vorne noch einen Button dran und da habe ich mir jetzt aber überlegt, dass ich mir mit der 1¼ Handstanze eine Unterlage ausstanze, die ich hier aus dieser Restlasche Designerpapier verwende und hier drauf so den Button befestige. Das gefällt mir, glaube ich, als kleiner Farbklecks sehr, sehr gut.
Und das Ganze unterlege ich allerdings dann nochmal mit einer größeren Handstanze, und zwar mit der 1,5 Zoll Handstanze. Und dafür nehme ich jetzt hier ein Stück currygelben Farbkarton. So sieht das jetzt aus. Und dann kann ich auch anfangen, diese Teile hier ineinander zu kleben. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier oben meine Kreise fertig. Ich klebe jetzt also den mittleren Kreis auf den großen und meinen Button. Das geht ganz gut hier bei den Buttons, denn die haben ja eine glatte Unterseite. Den klebe ich jetzt auch mittig hier drauf. Kurz anziehen. So. Und dann soll ja der Button hier unten meinen Deckel verschließen. Ich muss das nochmal kurz ein kleines bisschen nach oben schieben. So. Das bedeutet, also der ist auch magnetisch, selbst durch diese Schichten Papier hier noch. Das heißt, ich lege mir den jetzt hier oben drauf und gucke erstmal, wie hoch ich hier diesen Kreis machen möchte. Dafür mache ich mir jetzt hier ein bisschen Tombow drauf. So. Und passe also erstmal hier meinen Farbkarton an. Auf die Höhe, wo ich das haben möchte. Auch schaue, dass das schön mittig ist. So, genau. Und dann lege ich mir den Button auch so, dass der hier möglichst mittig sitzt. Und dann kann ich die Schutzfolie abziehen. Und klappe dann meinen Deckel runter. Und dann drücke ich ihn da an, wo er hinterher halten soll. So, dann drücke ich auch mal hier so ein bisschen an. So, und wenn ich jetzt den Deckel hochhebe, dann klebt mein Magnet hier vorne drauf und zieht auch in dem Moment wieder an, wo ich die Box hier verschließe. So. Ja, dann gibt es nur noch hier vor oben drauf ein Etikett draufzusetzen. Das geht ja ganz schnell. Ich überlege gerade, ob ich hier wieder so ein Stück von diesem schönen Restdesignerpapier nehme. Hier habe ich ja hier die Farbe aus meinem Kreis aufgegriffen, aber ich glaube, ich nehme jetzt, weil mir das echt einfach so gut gefällt, noch ein Reststück von diesem Designerpapier. Und es ist einfach so schade, das wegzuschmeißen. Mit so Reststücken kann man ja oft gerade von Designerpapier auch nicht mehr so viel anfangen. Dann nehme ich mir ein Stück flüsterweißen Farbkarton, meine Stempelunterlage, meinen Spruch. Und zwar ist der Spruch hier aus dem ersten Teil des Magnoliengrußes, hier dieser schöne Schnörkel für dich. Da mache ich mir jetzt hier auf einen Acrylblock drauf. Dann nehme ich gartengrünes Stempelkissen. Und dann mache ich Folgendes. Dann nehme ich mir wieder meine Handstanze mit meinem Zieretikett und gebe das so hier rein, dass ich das für dich nur erstmal auf die eine Seite schiebe. Und auf dieser Seite hier, also rechts von meinem Gruß, einmal ausstanze. Das sieht jetzt erstmal so aus. Und dann schiebe ich das noch hier auf die andere Seite rein. Braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Da eignet sich, also entweder hat man ein größeres Stück, klar, dann geht es am einfachsten, oder man nimmt hier den Aufhebhelfer zur Hilfe. Der hat ja hier diese kleine Klebenase. Und damit kann man das hier auch wunderbar an Ort und Stelle halten. Und stanzt eben auch die andere Seite aus. Und so kann man schauen, dass man hier sich zum Beispiel ein Muster ausstanzt, oder man macht das ein bisschen größer, schneidet das hier ab, dann hat man so eine kleine ovale Form. Also indem man in so eine Handstanze nicht einen kompletten Spruch einmal ausstanzt oder hier dieses Etikett, wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern die Seiten einzeln ausstanzt, hat man eben die Möglichkeit, hier noch so eine wunderschöne Form zu bekommen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Und dann gibt es ja hier passend auch noch diese wunderschönen Glitzersteine in Blütenform. Da, also ein bisschen Glitzer brauchen wir, ne? So ganz ohne geht es ja nun auch wirklich nicht. Huppala. Fällt mir die rote schon entgegen. Die sind auch selbstklebend. Und da mache ich mir jetzt hier nicht auf meinen Gruß, aber hier auf mein Etikett mache ich mir dann noch diesen hübschen Stein drauf. Ja, das gefällt mir. Dann nehme ich mir Dimensionals. Klebe mit einem Dimensional meinen Gruß auf mein Etikett. Auch möglichst mittig. So, und das Ganze klebe ich dann mit Tombow auf meine Schachtel. So, dann räumen wir mal hier kurz wieder auf. Und dann sind wir auch schon fertig mit der hübschen Schachtel. Und ja, es sind zwei verschiedene Designs und beide finde ich super toll. Und vor allem diese Boxen, die man eben mit Buttons oder Magneten verschließt, ja, die finde ich immer sowieso richtig, richtig toll, weil die einfach nochmal so ein kleines Extra-Geschenk darstellen. Ja, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ich hier in meine zweite Box eben reinpacke. Die ist von innen ja auch so schön. Das ist einfach ein wunderschönes Designerpapier, das wahnsinnig vielseitig ist. Ja, und dann hoffe ich, euch gefällt meine Box. Ich nehme die dritte nochmal mit dazu, auch wenn sie jetzt nicht zum Thema des neuen Jahreskataloges passt. Aber für den einen oder anderen, der sich vielleicht schon mal Gedanken über Weihnachtsgeschenke macht, Ende Mai, ja, mit goldenem Glitzer, vielleicht hier noch ein paar Schneeflocken hin, ist das auch eine schöne Weihnachtsidee. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Habt viel Spaß beim Nachbasteln. Die Maße findet ihr wie immer nochmal auf meinem Blog. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss.